Das Impingement der Schulter ist weitläufig eine der bekanntesten Erkrankungen des Schultergelenks. Da gibt es unterschiedliche Ursachen. Das geht sehr ins Detailwissen rein. Impingement bezeichnet letztlich die Enge eines Schulterkompartiments. Wodurch kommt diese Enge zustande? Sie kommt in erster Linie dadurch zustande, dass im Bereich des Schulterdaches knöcherne Auswüchse entstehen. Diese Auswüchse führen dann dazu, dass bei Abspreizbewegungen des Schultergelenks es zu einer Einengung dieses Raumes kommt. Das führt wiederum zu einer chronischen Entzündung des Schleimbeutels. Und wenn diese Sporne im Bereich des Schulterdaches größer werden, können im Verlauf sogar Risse der Muskelmanschette entstehen.